Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Hallöchen. Hallöchen. Also ich habe erstmal Hunger und keine Ausdauer und es ist alles scheiße. Nee, so Hunger und Durst ist alles gut, nur ich habe keine Ausdauer. Habe ich doch bestimmt irgendwas Nettes. Oder das soll ich nicht Soda trinken? Soda. Ja, ich will eine Mischung essen. Schon wieder ein Zeitl her, wo wir jetzt gespielt haben. Ja, also bitte entschuldigt, wenn wir nicht mehr so ganz aktuell auf Verstand sind. Es hatten wir doch mal wieder eine kleinere Pause seit der letzten Folge. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, warte, wie viel Soda haben wir denn? Wir haben relativ viel Soda, ne? Ne, das ist vor allem. Ja doch, das ist viel Soda, ich gönne mir nicht Soda. Ja, hast recht, ich auch. Dann nehme ich auch nochmal eine Soda von hier. Perfekt. Und es ist schon wieder Nacht. Und really. Oh, perfekt. Hey, wieso ist Kann man schon schlafen? Nee, noch nicht ganz. Gut, 230 Baumstämme. Nichts leichter als das. Easy going. Zum Glück ist ja die ganze Insel voller Wald. Ich glaube, da haben wir uns jetzt was angetan, ey. Oh Gott. Die nächsten 20 Folgen besteht nur aus Holzfällen. Ich schreck's dir nicht ab. Tja. Sonst kommen die nie wieder, die Zuschauer. Weißt du, was wir machen könnten? Weil letztens hatte hier haben sie ja hier angegriffen und der hat hier geschlagen und hat automatisch das Beet getroffen. Deswegen ist das Beet kaputt, weil irgendwie über die Mauer. Wir werden eine zweite Schicht. Geht das überhaupt? Höher machen? Das würde ich jetzt sehen. Moment, du möchtest die Mauer höher machen? Ja. Ob das geht, das weiß ich gerade nicht. Gut, aber was bringt das? Die geht das so oder so kaputt. Dann lieber eine doppelte Wand, oder? Also da vorne mal eine. Oh ja, es ging sogar. Na gut, aber wie gesagt, das bringt dir. Ja, nee, aber der hat ja obwohl, über die Mauer geschlagen. Der hat ja über die Mauer geschlagen und hat dann das Beet erwischt, bevor die Mauer kaputt war. Ach so. Na ja, gut, das war. Aber das könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht ausschauen, wenn das eine höhere Steinmauer wird. Halt. Hau das mal provisorisch drauf. Nö. Okay. Ah ja. Ach so, man kann das automatisch gleich drauflegen. Das ist natürlich geil. Und soll man das so machen? Ach so. Da kann man ja auch richtige Steinhäuser bauen damit, ne? Ja, ja. Stimmt eigentlich kann, schon. Obwohl, kann man ein. Lol, das ist uns erst jetzt aufgefallen. Mir war das nicht bewusst, dass man zwei Steinmauern übereinander stapeln kann. Aber es gibt kein Steindach oder sowas, da bräuchte man dann. Nee, dann müsstest du. Aber man kann keine Fenster oder sowas reintun. Nee, das natürlich nicht. Ja, gut, du kannst. Ja, nee, die schlecht. Fenster. Also, nee, ja, so ein Haus bauen wird schlecht. Nee, ja, das wäre nicht so gut. Schaut mit Schlafen aus? Ganz gut, glaube ich. Oh ja, geil. Oh ja! Sleeping. Sleeping Child. So, und erstmal am verdursten Fungen, jawohl. Das habe ich erwartet. Geil. Kann man da erstmal? Nein, komm. Komm, gib mir. Lecker, lecker, lecker. Das hat auch bestimmt geregnet. Nein, hat's nicht. Alter, wir haben vier so Dinger, ne? Fünf. In dem Gebäude-Ding ist auch noch eins. Und drüben auf unserer Insel auch noch mal zwei oder drei. Ja, da könnte aber irgendwie nicht. Nie voll, nie voll. Nee, das stimmt. Aber ich trinke jetzt mal noch was. Nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so trinken soll. Nee, ich glaube, ich habe noch. Ach, ich habe noch was im Behälter, glaube ich. Gut, also bauen wir jetzt die kleinen Mauer. Weil so. Dann fange ich jetzt zum Meißeln an. Sollen wir die echt bauen? Wie schaut denn das aus? So eine hohe Mauer um den Garten. Ja, komm, das sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Ja, es ist einfach praktischer. Man kann ja nur 5 Steine tragen, ich vergaß. Ja. Ja gut, jetzt ist die Frage mit was. Was machen wir zuerst von dem ganzen Shit? Den wir jetzt vor. Achso, ich würde sagen, so, na gut. Das ist eigentlich wieder so ein Projekt für nebenbei, ne? Würde ich auch sagen, einfach so immer mal wieder Steine, weil die nimmt man einfach automatisch immer mit. Die spawnen ja zum Glück immer wieder. Na gut, ich darf eigentlich mal Holzfällen gehen.
Lurch, Lurch, Lurch. Ich habe einen Lurch. Hey, was soll denn das jetzt? So. So. Den hänge ich dahin. Perfekt. Baum fällt. Ist wieder das Problem, dass ich nicht mehr reparieren kann. Ach, du baust die Mauer schon? Nee, ich repariere unser Haus deswegen. Alter, das höre ich hier hinten so laut, wenn du das reparierst. Das kling, kling, kling. Ja, aber irgendwie kann ich den Boden nicht reparieren. Sie sind gerade verpackt, das ist leicht nervig, glaube ich. Naja. Was ist denn der Wagen? Welcher Wagen? Für die Baumstämme. Achso, ja, den könntest du schon mal zu mir bringen. Moment, Fuß. Da muss ein Fan. Normalerweise muss der markiert sein, oder? Ja, ja. Ich vergesse welche Farbe. Ist Lina nicht dahin? Kann das sein? Ah, ich habe ihn da hinten stehen lassen. Alles klar. Ich hoffe, die Baumstämme despawnen nicht, wenn man die zu lang liegen lässt. Oder wenn zu viele auf einer Stelle sind. Ich glaube nur, vielleicht wenn man aus dem Spiel rausgeht oder so. Ich muss kurz warten, könnte dann irgendwann mal, wenn einfach die Entfernung zu hoch wird, vielleicht mal eine Nacht Glück. Was hier alles rumflackt. Bäume vielleicht wachsen lassen, eine Nacht lang. Dass wir wieder ein bisschen näher sind. Ja, da hast du recht. Das können wir, aber noch nicht, noch nicht. Nee, erst noch wird, nicht. Erst wird es wirklich näher. Ich bin mir nicht sicher. Geben Bäume vielleicht auch Sichtschutz? Weil wenn das Lager mal richtig offen liegt, dass dann vielleicht Mutanten und so einfach öfters angriffen oder einfach... Das weiß ich nicht. Ja. Das wäre mal interessant. Glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht. Aber irgendwie, ne? Wir haben mal von kurzem ein Survival-Spiel ausprobiert. Subsistence. Und holy shit, Alter, das war echt. Ich weiß nicht, warum es auf Steam größtenteils positiv bewertet ist. Ich verstehe es nicht. In keinster Weise. Und es sah auch richtig gut aus mit den Screenshots. Ja, so Screenshots und Videos, aber ganz ehrlich, der ganze Anfang von dem Spiel und die Atmosphäre und es ist einfach so leer, nichts. Es ist einfach nur. Ja, weil. Nichts. Fox hat so eine Atmosphäre, so ein Feeling. Es macht einfach Spaß. Man möchte gleich anfangen rumzubauen und zu erkunden und im anderen Spiel da. Ja, beim anderen gibt es ja nichts zu erkunden. Gar nichts. Da ist nichts. Ja, da ist man einfach so. Da sind nur einfach ganz viele wilde Tiere. Voll übertrieben wilde Tiere. Ich glaube, ich habe noch nie. Ganz ehrlich, also an Ort und Stelle sind das 7 Bären oder so. Und dann ja, gehst du 10 Meter weiter und da sind dann nochmal 20 Bären. Hallo. Weil wir wollten das Spiel eigentlich so als Forst-Nachfolge eigentlich. Aber wir haben uns ganz schnell dagegen entschieden und es zurückgegeben. Das ist halt ganz ehrlich, ich meine, da hättet ihr. Das ist auch nicht spannend, also das ist. Ich glaube, da hättet ihr 20 Stunden zugucken können, wie ich hier. Wie hieß das? Sammel? Das ist so Blätterzeug. Ja, musste ich irgendwas sammeln, damit ich irgendwas herstellen kann. Davon haben wir so viel gebraucht. Aber es gab's nicht so oft auf dieser Karte. So selten. Man ist eigentlich die ganze Zeit rumgelaufen, hat versucht, irgendwelche Gräser zu sammeln, genau. Damit man irgendwas craften kann. In der Zwischenzeit. Und das hat man irgendwie für alles gebraucht. Also für Werkzeug, für irgendwelche Gebäudedinge und sowas. Und in der Zwischenzeit bist du so 200 Mal gestorben, weil ja jeder Bär alles stärker ist als du, das ist ja klar. Am Anfang. Ja. Aber die haben dich verfolgt und nicht mehr losgelassen. Also du hattest keine Chance. Und dann bist du verhungert und verdurstest, weil du natürlich nicht so schnell bauen konntest, weil du eigentlich nur am Suchen warst. Nee, das war überhaupt nichts. Das war... Nee. Ich meine, ich finde ja okay, wenn mal ein Survival-Spiel ein bisschen schwieriger ist, aber... So, ich weiß nicht. Du bist schön fleißig am Bauen, oder? Oder am Hin- und Herfahren. Mhm. Ich
rode jetzt einfach mal den ganzen Wald in der Insel. Das ist so krass. Ich bin überrascht, dass die Ausdauer so gut hält. Das ist richtig übel, wie viele Baumstämme hier rumliegen. Richtig nice. Schulter voll. Das war eigentlich auch eine gute Taktik. Einfach einer fällt die ganze Zeit, der andere holt das Holz. Dann müssen wir uns fast auch regelmäßig abwechseln, weil sonst wird es zu langweilig für einen Zuschauer von einem von uns. Ich meine, gut, ob jetzt ja, ob man hin und her rennt oder ob man jetzt fällt, ich glaube, das ist beides langweilig, aber. So. Abwechslung muss. Aber ich finde es also faszinierend eigentlich, was. Mit was die Menschen, die Videospiele entwickeln, die dich beschäftigen können. Ich meine, das ist wie so ein Holzfäller-Simulator. Man macht sich lustig über die ganzen Simulatoren, ne? Die Videospiele. Sowas wie, genau, was gibt's da? Landwirtschaftssimulator. Ja gut, das ist ja sogar relativ beliebt. Aber Baustellensimulator und Polizeisimulator und Hubschrauber-Simulator, wo man nichts macht, außer immer dieselbe. Aber jetzt spielen wir so Forest und du machst eigentlich auch nichts, außer jetzt, ich mache jetzt nichts außer Baumfällen. Das stimmt, ja. Ich lauf von einem Baum zum anderen und hau mit der Axt drauf. Und ich bin super beschäftigt für 2 Stunden oder so. Also damit kann man mich echt beschäftigen. Gib mir einen guten PC, The Forest, und ich hack dir 2 Stunden lang Baum ab. So macht es Spaß, das Bauen, wenn die auf die ganzen Baumstämme rumflacken. Das ist ein Reh. Kill it. Kill it with a bow. Nein, der... Bleib stehen. Ich habe schon gedacht, du sagst, der Pfeil ist abgeprallt. Ich spiele zu viel Wilder Vorschips. Moment, was habe ich hier gehört? Oh ja, ich habe es eben auch gehört. Ich dachte, er wäre direkt neben mir, weil es so laut war relativ. Nein, ja, dann baue ich einfach mal wieder. Oh nein! Die sind in unserem Lager. Moment, auf welcher Taste war meine auf. Oh! Viele? Kann ich mal 4 mindestens. Kann ich da. Oh, ja, scheiße. Ich hab grad das. Ich muss aus der Siedlung rauslaufen. Ich lauf raus, okay? Nicht, dass die unsere Gebäude wieder kaputt machen. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich komm zu dir. Ja, komm mal zu mir, weil hier ist aber auch einer. Oder war einer? Ja, kein Schiff. Wo bist du denn? Hier. Bin ich bescheuert? Ach da. Ich war die ganze Zeit mit dir. So, das sind 2 Frauen. Sie sind nackt. Und sind aggressiv. Geil, darauf stehe ich. Oh, ich glaube, ich habe dich geschlagen. Sorry. Ich weiß nicht. Boah, schwerer Angriff, Alter. Bam, in your face. Ja. Wow! Entschuldigung. Soll aufpassen. Stirb. Wow. Vorsicht, nimm uns. Die Schwester kommt. Ah, der Bruder. Bruder. Ach. Ja, Gott, Großfamilie. Der Onkel ist auch noch da, ich fass es nicht. Der Onkel ist auch noch da. Oh nein, jetzt beginnt er schon wieder. Floß! Auf zum Floß! Ach Gott, zack! Wir waren gerade so schön am Bauen. Mein Ausdauer ist gerade. Alter, ich hab die Shortcuts nicht mehr drauf. Ich schon. Wart 4 war wahrscheinlich drin, aber Energie habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Gehen wir jetzt zum Fluss? Ja, ich dachte, ich bin da unterwegs. Das hat mich irgendwie. Eine ist tot, die Schwester. Ach komm, die machen mich flach. Komm her, du Bitch. Ich habe Hoffnung, dass er sich gegenseitig killt. Er wollte, Onkel ist auch ja, recht. Ja, ich lenk die anderen 2 ab, während du. Der ist zu viel aus. Achtung, der eine geht zu dir. Einer ist tot.
Wo ist der Onkel hin? Ja, den hab ich gekillt gerade. Ich weiß nicht, ich glaub, es war der Bruder. Ah, der greift unsere Mauern, der Sack. Ich hab keinen Ausdauer, ich komm nicht hin. Nein. Nein. Oh, okay. Bleib. Lol, ein Schlag noch, okay. Komm her. So. So. Erstmal ins Feuer legen, oder? Bisschen rück. Ja. Oh, ich hab wirklich meine Rüstung verloren. Shit, ich hab gar nicht gemerkt, dass die mich getroffen haben. Ich glaube, wir haben uns vorhin irgendwie gegenseitig. Aber da hatte ich noch Rüstung. Hast du überhaupt keine mehr jetzt? Nee, gar nicht. Ja, krass. Aber ich hatte auch gar nicht so viel, also ich hatte so 3 oder 4 Balken. Brenn, Motherfucker, brenn. Brenn, brenn, brenn. Steine mitnehmen. Wo sind die ganzen Leichen? Ich finde sie nicht mehr. Eine war, glaube ich, da oben, wo wir waren. Wo der Kampf begonnen hat, sozusagen. Glaube ich zumindest. Ah ja, hier, ich hab sie. Gut, dann ist es eh jetzt. So für die ganzen Baumstämme, die sie weggekickt haben. Zusammensuchen, ne? So, habe ich da eine Energiemischung? Da habe ich eine Energiemischung, das nehme ich mal. Zwei Knocher. So. Gib mal Knocher. Oh, ich hänge gleich mal die. Ich habe voll viel Fleisch durchs Reh bekommen. Das hänge ich gleich mal auf. Oh, das ist gut. Zack, ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Und ich hänge jetzt, ne? Bisschen. Haut oder hier Ding hin, ne? Was für. Rehhaut. Fell, Rehhaut und Hasenfell. Bitte! Nimmst nicht einfach einen Croft damit. Was, ich soll's nehmen? Ja, kann ich schon machen. Wenn du schon willst. Ich muss erstmal baden gehen. Ich probiere es gleich, wenn die weiter. Lol, da ist schon wieder eine fucking Schildkröte. Hol sie dir! Tiger. Wieso formulieren nur noch Schildkröten, ne? Wenn wir es gebraucht haben, keine einzige. Und jetzt. Ja, das ist halt so. Aber irgendwie bringt es rein gar nichts, ganz ehrlich. Nee, weil es so selten regnet. Es regnet momentan so selten. Scheiß. Aber die bringt, glaube ich, Fleisch. Nehmen wir mit. So, ich fäll mal weiter. Und du tust dann weiter bauen. Ja. Baust du jetzt eigentlich gerade aktuell zuerst die Mauer? Die Mauer, ja. Ist fast wichtiger, oder? Ich denke schon, ja. Weil ein Lagerhaus bringt uns wenig, wenn die ganze Zeit kaputt gemacht wird, ja, das stimmt. Danke. Aber ich frag mich, ob die Mauer dann so ein bisschen als Sichtschutz gilt, dass die das vielleicht gar nicht angreifen, weil sie uns gar nicht sehen. Ja, ist die gleiche Frage mit dem Wald, halt, ob da einfach so Sichtschutzmechanismen gibt. Das wäre interessant. Weil die greifen uns ja nur an, wenn sie uns sehen. Aber wenn da eine Mauer rum ist und die uns nicht sehen, dann. Ich weiß nicht, ob die angreifen. Oder ob es doch so einfach mal so sagen, hey, jetzt kommt eine Angriffswelle und die einfach die Basis angreifen, weil sie doch so intelligent sind, dass sie sagen, hey, das ist die Basis, die greifen wir an von denen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Boah, die Ausdauer in dem Die Ausdauer, ja. Hey, der hat so auch angegriffen. Hier kann ich. Ja, ich find's dort bei The Forest finde ich es ein bisschen kurios, dass du so 2 Ausdauerbalken hast. Eine, die dauerhaft verbraucht, also eine, die du so und so viel Ausdauer hast du. Und die andere, die aktive Ausdauer, die einmal unten ist, wo du aufladen musst. Von alleine. Ja. Finde ich aber gar nicht mehr so blöd eigentlich. Hat was, aber es nervt beim Holzfällen. Weil du dann nach jedem Schlag ein bisschen Ausdauer brauchst.
Ja, aber es ist eigentlich auch realistisch. Ja, klar. Zur Erschöpfung eigentlich. Ja, genau. Ja. So. Oh. Hey, hey, ganz ruhig. Alter, liegen hier viele Baumstämme. Ich kümmere mich drum. Holy shit. Ich habe jetzt den ganzen Wald weggeholzt, ne? Von hier abgesehen. Hier habe ich angefangen. Ja. Ich bin ein Naturfreund. Ja, genau. Rode mal hier richtig den Wald, ey. Wenn du, wenn du mit dem Ding da durchfährst, Alter, du reißt alle Büsche mit. Das ist so geil. Also überall wam, 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 fliegt alles weg. Hammer. So, jetzt pass auf. Ich wollte. Haben wir eigentlich noch ein paar Knochen? Weil ich brauche erstmal noch eine neue Rüstung. Ein Lagerfeuer müsste ich, glaube ich, noch vorliegen. Nee, da liegt nichts mehr, leider. Was? Nö. Natürlich. Nein. Muss irgendwas liegen. Nö. Ich habe 6 Knochen genommen. Ich habe 8 genommen. Oder keine Ahnung, 6 wahrscheinlich. Hatte ach so, ja gut. Ja gut, wenn du welche genommen hast, dann passt es schon. Ja, brav, das war ganz am Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 waren das, ne? Und? 1, 2, 3 Stoff, ne? Ah, ja, genau. 3 Stoff, ja. Knochen haben echt wenig, ne? Pfeile haben wir auch nicht mehr. Warum sind wir so leer? Das ist ja... Das ist ja Charme. Ja, Pfeile haben wir, glaube ich, bei diesem Angriff ziemlich viel verbraucht, bei diesem Mutantenangriff und so. Vielleicht mal einer wieder zu diesem Camp gehen oder wir beide und nur wieder ein paar Pfeile holen. Ja. Im Notfall craften wir halt ein paar billige Pfeile. So, ich bin wieder voll mit Essen und Trinken. Na, wie läuft's? Ja, geht dahin, ne? Das Ingame haben wir jetzt wirklich den ganzen Tag eigentlich nur Baum gefällt. Und einen Kampf überlebt. Und einen Kampf überlebt, das stimmt. Wie viel hast du vorhin gesagt, brauchen wir Bäume? Baumstämme? 230. Das ist eh gut dabei. Holy shit. Ja, doch. Vor allem das Haus braucht ja noch relativ viel, also. Ja, aber geht die Mauer schon einmal rum? Nee. Nee. Was machen wir jetzt eigentlich mit unserem Aussichtsturm? Ich weiß das immer noch nicht. Ja, sag mal, es hätte was. Schaut irgendwie schon cool aus, oder? Ja, aber wir müssen da erstmal, ich weiß nicht, wie wir dann da hochkommen. Ich kann natürlich so hoch machen, aber wir kommen da nicht hoch. Aber man kann doch so eine Seil machen eigentlich. Ja, aber das ist dann nur für einen Bau, Und dann... Für ein offizielles... Kann man nicht so... Ach, ich weiß nicht. Da müssen wir irgendwie... eine Plattform bauen und dann da Seil machen. Hast du schon mal ausprobiert? Ja, da müssen wir eben irgendwie versuchen zu cheaten. Also du hast schon mal eine Plattform... Nee, obwohl du... Nee, hast du ja noch nicht ausprobieren können, weil du hast ja keine hohe Plattform gebaut eigentlich. Weil eventuell kann man auch an so einer Plattform einfach so ein Seil dran. Guck mal schnell. Aber ich muss das nicht unbedingt ein Baum sein. Es gibt... Oder man verbindet das irgendwie mit einem Baum. Ja gut, jetzt bräuchten wir aber einen Baum in unserer Siedlung. Der offene Pavillon. Das sollte ja unser Aussichtsturm werden, ne? Ja. Obwohl, ich jetzt noch ein paar Baumstämme. Glück gesagt, jetzt könnte man einen Baum wieder wachsen lassen. Und da dann so ein Baumhaus, Glück gesagt, dran bauen. Und da mit dem dann den Turm irgendwie verbinden. Da gibt's dann eine Baumplattform. Und die kann ich halt nur an Bäume ranhauen. Ne, das könnte vielleicht auch ganz gut aussehen. Das haben wir doch schon mal gemacht. Das weiß ich noch in der ersten. Ein Kletterseil gibt's. Ja, genau. Und das kann man an jedes.
Muss ich mal ausprobieren. Wo kann man die dran machen, der Kletterseil? An jeder Plattform? Oder wie? Weiß ich nicht. Das wollte ich ausprobieren, ob das geht. Sollen wir schnell mal gucken, ob wir schlafen können? Naja. Ich sehe eh gar nichts mehr. Benötigt ein Seil. Wir können doch nicht schlafen. Ja, aber gleich. Ich speichere mal, bevor wir angegriffen werden. So. Mache ich dabei mal hier, während ich warte, tue ich hier mal ein paar Steine reinklatschen. So, können wir schon schlafen? Nee, immer noch nicht. Sind wir aus dem Rhythmus gekommen oder so? Ich bin mir eigentlich. Weil das war doch immer relativ gut. Jetzt können wir wieder schlafen. Bin da. Der Kaffee haben wir keinen getrunken. Keine Ahnung. So, guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Aber eigentlich ist das fast eh schon perfektes Timing, um die Folge zu beenden. Ja, habe ich mir auch gerade eben gedacht. Dann machen wir das doch auch gleich. Ja, würde ich auch sagen. So, perfekt. Ja, dann machen wir nochmal das Feuerchen an, damit uns warm ist. Und damit warten wir hier, bis die nächste Folge beginnt. Genau. Danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao.